Yossi Schwarisch, bin ein Casanova gesehen. Auf deiner Röhr wie Schmüllen, so wie die Nacht die Sterne blähen. Oh yeah, oh yeah. Rinsch mit dem Blatt, sitz im Lauren. Donuff, 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 Donuff. Habt ihr manchmal richtig Lust zum Singen? Warum probieren wir es nicht auf Elsässisch? Das ist das Motto vom Gesangwettbewerb Stimme vom Radio France Bleu Elsass und vom Elsässischen Sprachamt. Diesmal haben sich wieder jüngere und ältere Talente beworben. Es dauert seit 3 Jahren und die Geschichte erzählen wir euch. Gefehlt wie zu fliehen, als Mariner im Raumschiff. Mein Traum ist zu fliehen. Der Christoph Wolz ist ein bekanntes Gesicht vom Singwettbewerb. Selber Sänger und Schauspieler, komponiert er und schreibt seine Lieder selber. Er macht mit fürs dritte Mal. Du wolltest ich auch mal angehen. Ich hab gedacht, das Jahr, ich will nicht mitmachen. Und im letzten Moment habe ich gedacht, ich schicke ihm ein Lied, wie noch nie aufgenommen ist. Und voilà, er ist schon wieder da. Sein Lied hat er diesmal wieder in das Studio vom Radio France Bleu Elsass aufgenommen mit professionellen Musikern und dem Coach Mats Katt. Würde ich einmal angehen? Pour moi, c'est une phrase. C'est bien. Du würdest ja einmal angehen. Mais t'as quand même le. Du würdest ja einmal angehen. Es heisst Sterne und ehrlich gesagt, dieses Jahr macht es 50 Jahre, wo der Mensch auf dem Mond ist gesehen. Und ich habe gedacht, wir wollen einfach in Sterne gehen. Sie haben uns verrot, sie haben uns gesagt, wo wir klein sind gesehen. Wenn wir einmal groß sind, gehen wir auf in den Weltraum. Und jetzt hängen wir immer noch da und warten, dass wir den Ascenseur uns mitnehmen. Voilà. Nuf ist er jedenfalls gekommen in der Auswahl von der Jury. 32 Kandidaten haben Magetle geschickt, darunter sind 10 ausgewählt worden für mitzumachen. Was zählt? Der Text auf Elsässisch, aber auch die Stimme natürlich und der Stil. Und da kann es Überraschungen geben. Lui voulait passer un message à mon ami. Das ist wahr, ich bin eine Casanova gesehen. Manches Herz so wie gebrochen, manches selbst. Im Studio wird der Rhythmus urbaner, sozusagen, mit dem Julien Achemi. Er ist auch kein Anfänger, kein Neuer im Konkurs. Letztes Jahr ist er sogar auf Platz 2 gekommen vom Stimmenwettbewerb. Je participe en fait parce que je trouve que l'année dernière j'ai vécu une aventure extraordinaire avec des gens hyper bienveillants qui m'ont tendu la main, qui m'ont permis d'apprendre des choses nouvelles, de m'émerveiller comme un enfant parce que du coup ça m'a permis de bosser ma mémoire, ça m'a permis également de faire du théâtre à l'Opéra National du Rhin. Et je trouvais que c'était cool. De Julien liert erst den Dialekt. Seine Mama hat mit dem Elsässisch geredet, als er klein ist gesehen, und die Sprache hat er mit Lied wie der Christoph Wolz wiederentdeckt. Sie haben zusammen Musik gemacht, seit er als der Singwettbewerb auf Elsässisch 2017 lanciert wurde. Die Sprache muss er sich noch aneignen. Die Schule ist weit, muss es glaubt. Es gibt auch nicht zu viel Singwettbewerb im Elsass. Und Leute, ja, es ist eine Challenge für sie. Einfach für sind die Leute, die nicht Elsassisch reden. Und für die ist es nur eine Challenge, Elsassisch zu lernen, wie der Julien Achemi. Und andere, wie ich habe hoffe, ich kann singen, ich kann Elsassisch reden, warum nicht mitmachen? Und so hat der Geil Siffert die erste Edition gewonnen. Diesmal gibt es wieder einen Videoclip oder 500 CD zu gewinnen. Die Lieder kommen auf France Bleu ab dem 18. März und die Zuhörer können wählen vor dem Finale im Mai.